Wat was ich glücklich ihr in mein Bjarnetit. Komm ich so groß, war lecker so weit. So in den Sommer, all der Öle spalt, wir haben mal Murmeln spalt, wir haben Pickerpoole spalt, wir haben immer Flitzbogen spalt, das war bis hier auf Mauer den. Da haben wir immer gekommen, wir brücken hier vor der Pfeile, vor die Flitzbogen, brücken wir hier Reide. Und da tuchen wir dann, wir haben es über den Tau gerät. Und dann werden wir alle in allen Orten, ganz besonders, wenn Orte das sagt, da muss aber was lösen, da muss auch gehört. Wir waren einfach in der Dornschel. Und hier waren hier ein Torb, der Jungs, da waren ähnlich, naja. Das war so selbstverständlich, dass wir Deutsch waren, nicht? Und das ging an uns ein bisschen vorbei mit denen, nicht? Wir fanden das alles lächerlich, nicht? Das haben wir indoktriniert während der Schule. Die Schule war auf Deutsch, alles war auf Deutsch, was Kultur und so weiter und so weiter. Und man kannte nur die deutsche Geschichte, Friedrich der Große und so weiter und so weiter. Nur alles Deutsch. Was für das im Lohn haben noch in Börretorp? Das ist schon eine Frage. Strukturwandel, Gesundschrumpfen, das sind der Stichwort, das wird eine Bläsestunde, das hat aber Grotte, weil der Bläse war Grotte und der wird ein Bläse an ihm wach und dort ist Heerochse. Aber ein großes Schiff. Die Träger, die können gar nicht mehr. Und das Hengste, das haben wir dann nur, sie dann noch blöcken, werden dann ja. Meine Hengste, dann natürlich noch klar, aber mein Krampf, muss man sehen. Ich begrüße die Initiative der Filmemacher für ein solches Projekt, weil damit die friesische Sprache, die friesische Kultur, aber auch die friesische Tradition aufgenommen und dargestellt wird und eine weite Veröffentlichung erfährt. Und das ist gut so.